Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Outcast A New Beginning. Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt, weil hier etwas drinsteht, was vorher, meine ich, noch nicht drin stand. Moment, falsche Taste, oder? So. Und zwar diese Markierung hier. Ich meine, die habe ich jetzt beim letzten Mal noch nicht gesehen. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Wir werden jetzt erstmal den Standort finden, was wir gesagt haben, was wir machen wollen. Die Frage ist jetzt nur, ist das so clever, wenn ich jetzt hier übers Wasser drüber düse? So, gucken wir mal so. Und, okay. Ich denke mal, es ist hier etwas einfacher, sich dann zu bewegen. So, wir müssen irgendwie nach rechts rum. Mal schauen. Okay, hier kommen direkt schon Feinde. Aber wir müssen ja nicht alles mitnehmen, ne? Oh, oh, Moment. Moment. Das nehme ich mit. Ja, das ist super. Goldener Pilz. Okay, das ist auf jeden Fall was Neues. Das andere war auch die Heilpflanze, meine ich. Doch, das sind auch... Ja, genau. Flieg erstmal direkt gegen eine Wurzel, kein Thema. So, ich muss irgendwie hier links rum. Schauen, wie wir da hinkommen. Darüber. Hier ist ein Dörfchen. Hätte ich das vielleicht freischalten können? Ich bin mir nicht sicher. Übrigens, es tut mir leid, aber meine Stimme ist heute komplett im Eimer. Meine Tochter hat es jetzt endgültig geschafft, mich mit der Grippe anzustecken. Deswegen seht es mir bitte nach. Ich hoffe... Oh. Okay. Ich hoffe, dass man mich so weit gut verstehen kann. Was ist das denn? Was seid ihr denn? Ihr seid aber nicht als böse hier eingezeichnet, ne? Alter, wie schön. Hallo. Wie geht es dir? Moment. Ich muss mal eben einen Screenshot von dem machen. Oh, ist der hübsch. Den hätte ich gerne, dass man darauf reiten kann. Ah. Ihr seid ja knuffelig. Ihr seid wirklich knuffelig. Mir macht das irgendwie ein bisschen Sorgen mit der Eins da unten, die da steht. Moment, da hinten war noch was, ne? Genau. So. Aber ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt. Wir müssen... Naja, weiter, weiter, weiter. Nie stehen bleiben. Wobei hier der eigentliche Weg ist. Den wollen wir ja zumindest versuchen zu folgen. Ich hätte es normalerweise auch rausgeschnitten, aber wie ihr seht... Achso, okay, das war Feuer. Das war nichts, was ich machen konnte. Wie ihr seht, man sieht unterwegs dann auch schon mal so ein paar Knuffelsviecher rumlaufen und so. Ich meine, das ist doch auch was Schönes, wenn man sowas dann entdecken kann. Hier ist irgendwas Rotes. Ach, da kann ich dann wahrscheinlich den Kern hierfür rausfinden. Moment, haben wir hier? Ja, haben wir. Und die Gegenstände... Okay. Moment, aber jetzt habe ich das Problem, dass ich jetzt... Ach so, jetzt hat er die... Okay, jetzt habe ich aber wieder die Heilung drin. Ich wollte gerade sagen. Gut, also wir könnten entweder gucken, dass wir das Ding hier aktivieren. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Oder, was natürlich besser wäre, dass wir wieder vorne hingehen, wo es markiert ist. Aber ich würde sagen, dass wir uns dann hier auch um das Tor mal kümmern. Also nach der Aufgabe natürlich. Nein! Alter, ist das dein Ernst? Ah, nee, das ist ein Wasserrad. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben die hier ein Riesenrad drin, oder was?
Genau, ich konnte ja. Sehr schön. So, Bida habe ich gefunden. Molokai, hast du Schwierigkeiten, Bidas Meister der Oka zu aktivieren? Wir müssen es schnellstmöglich wieder aktivieren. Ich markiere eine Position auf deiner Karte. Du kannst den Außenposten vom Dorf sehen. Der Kern muss dort versteckt sein. Ich vertraue deinen Instinkten, Nias. Ich werde ihn mir ansehen. Ja, jetzt habe ich noch ein Problem. Jetzt haben wir hier natürlich noch mehr, mit denen wir sprechen können. Oh. Das heißt, es werden noch ganz, ganz viel auf uns zukommen. Oh, was ist das denn? Eine Plantage oder was? Wo muss ich denn hin? Ich glaube, hier irgendwo muss ich hin. Aua. Oh, eine Zucht, wie geil. Okay, wir sprechen jetzt aber erstmal mit ihm hier. Achso, ja, wir sind ja wegen dem Ei hier, genau. Ich habe schon wieder total vergessen, wegen der Umgebung. Ich bin Cutter Slate. Schön für... Und du bist... Oh, ich habe dich gerade tatsächlich nicht verstanden. Ich bin Händler. Wir sollen Kunden gegenüber höflich sein. Ich heiße Slate. Sehr schön. Ich bin Kartak. Ich züchte und verkaufe Tuan Haas. Mhm. Moore hat mich geschickt, um ein paar Tornhas zu kaufen. Dieses Stück Sort schuldet mir einen brandneuen Nikok. Das wird nicht billig. Hör mal, die Tiere sind nicht mal für ihn. Wie wär's, wenn du mir einen richtig guten Preis machst? Dann rede ich mit Moore über seine Schulden. Was sagst du? Du hast Glück, dass das Tuan Ha-Geschäft gerade nicht gut läuft. Nimm sie mit, aber wage es nicht, ohne einen Nikok zurückzukommen. Sonst gibt es für dich eine Preisexplosion. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hi! Ihr Süßen! Jetzt haben wir 5 Stück davon. Ach, cool. Die Frage ist, kann ich jetzt auch fliegen mit euch? Ist schlecht, oder? Oh, was haben wir denn da oben? Moment. Analyse. Die Alien-Kreatur folgt nicht. Alter! Hä? 1, 2, 3, 4, 5. Sind doch alle da. Was willst du denn von mir? Oh Gott. Jetzt müssen wir hier ernsthaft zu Fuß laufen. Oh, das ist aber... Eieiei. Oder müssen wir da zu dem weißen Punkt nur hin? Weil eigentlich ist das doch viel länger. Oh, jetzt kommen die auf mich zu. Ich sehe sie gerade noch nicht. Oder laufen die hier unten irgendwo rum? Okay, okay. Kommt mit, ihr Süßen. Naja, ihr Süßen, ne? So süß sind die nicht. Alien-Kreatur folgt nicht. Alter, was ist mit denen los? Die sind doch alle hier. Komm mit. Ich muss das nur mal kurz einsammeln. Haben wir jetzt alles hier? So. Ich glaube, die folgen mir dann nicht, wenn ich nicht richtig auf dem Weg bleibe. Kann das sein? Und ich denke, ich hoffe zumindest, dass das nicht ganz so lange dauert, bis wir wieder zurück sind. Ja, toll. Ich wollte aber eigentlich den Weg jetzt da hin. Und das Ding frei machen. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Das heißt, ich muss dann in der nächsten Folge, wenn wir jetzt nicht noch irgendwas bekommen, direkt in der Nähe, muss ich dann nochmal den ganzen Weg darüber flitzen, um dann diesen Transporter da frei zu machen. Oder vielleicht auch noch nicht in der nächsten Folge, ich weiß es nicht. Also wenn die uns dann natürlich von A nach B und so wieder schicken, dann machen wir erstmal das. Aber dann wissen wir zumindest schon mal, was wo ist. Also sprich hier dieses Dörfchen. Das ist schon mal gut. Ich hoffe, ihr habt jetzt hier keinen Streit mit den großen Jungs, die jetzt gleich kommen. Aber die waren ja eigentlich lieb. Ich finde das nur doof, dass man jetzt nicht, ne, hier beschleunigt drüber fliegen kann. Weil die dann nicht mehr hinterherkommen. Ich meine, gut, wenn die nicht so schnell sind, okay, kann ich es noch nachvollziehen. Aber ist ja trotzdem doof.
Was ist das jetzt mit den 150, wo ich hingehe? Das ist eine Wegmarkierung. Wieso habe ich hier eine Wegmarkierung? Weil das, ich wusste ja, das ist nicht das Ende. Das dauert ja viel länger, bis wir wieder da sind. Oder kommt da gleich eine Zwischensequenz? Oh, links kann ich nochmal was nehmen. Moment, bevor da jetzt irgendwas kommt. Analyse. Die Alien-Kreatur folgt nicht. Naja, ist nicht schlimm. Solange die nicht abhauen, ist alles gut. Dann kann ich hier die Dinger nochmal einsammeln. Das sind kleine. Oh, scheiße. Ja, das sind kleine, genau. Die müssen... Oh. Ich wollte da gerade hin und die streicheln. Äfft euch. Wo ist der andere? Oh. Analyse. Mann. Die Alien-Kreatur folgt nicht. Was seid ihr denn für Viecher hier? Okay, die sehen wirklich nicht so nett aus. Ich wollte da gerade echt hingehen und sagen hier... Guck mal hier, wir haben neue kleine Freunde. Und was machen die? Die kommen hier rüber gesaust und wollen mich angreifen. Beziehungsweise, ja, eigentlich, die haben sie in Ruhe gelassen. Ne? Die waren jetzt eher auf mich fixiert. Aber ich kann nicht mal reden. Ich habe mich hier gerade so erschrocken. Du folgst mir nicht mehr? Du willst, dass ich auf der Straße bleibe, richtig? Ja, ja, das wollen die. Ist auch kein Thema, aber ich möchte wenigstens unterwegs mal kurz ein paar Sachen mitnehmen. So, geht weiter, Jungs. Folgt mir über die Straße. Okay. Nächster Punkt in 130 Metern. Wahrscheinlich werden wir dann auch wieder angegriffen, nehme ich mal an. Das ist nichts anderes als, ne, als das heißt. Dann kann ich jetzt noch mal kurz einen Schluck Kaffee trinken. Hm. Und dann gucken, von wo wir jetzt hier angegriffen werden. Na? Geradeaus. Okay, ich sehe schon. Schon wieder die kleinen Viecher. Eieiei. Okay. Haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Fleisch, was wir mitnehmen können. Ne? Ich habe noch keine Ahnung, ob uns das irgendwas bringt, aber... In 180 Metern werden wir wieder angegriffen. Yay! Analyse. Die Alien-Kreatur hat angehalten. Bitte auf den Weg zurückkehren. Die sind doch bei mir. Was willst du denn eigentlich? Doch alles gut. Ich hole doch nur mal ein paar Heilkräuter zwischendurch. Man kann mich zwar nicht mehr verstehen, während ich das mache, aber ich mache es trotzdem. Analyse. Die Alien-Kreatur folgt nicht abseits von Wegen. Ja. Wir haben es doch verstanden. Wir müssen aber trotzdem hin und wieder mal ein bisschen was einsammeln. Ist ich habe keinen Platz mehr. Oh, Analyse. Okay. Die Alien-Kreatur folgt nicht abseits von Wegen. Zurückkehren. Ich muss die Dinger ja einsammeln hier, ne? So, Moment, dann heile ich mich einmal. Dann kann ich die auch wieder nehmen. So. Du folgst mir nicht mehr? Doch, die folgen dir. Auf der Straße bleiben, richtig? Ja, die wollen auf der Straße bleiben. Das ist richtig, aber wir kriegen jetzt erstmal Besuch, befürchte ich. Frage ist nur, von welcher Seite... Oh oh. Hoffentlich funktioniert das. Dann mal los. Unukai! Sieh! Kurek hatte recht! Du hast es geschafft! Wow! Da hat jemand Hunger. Das riecht wie... Schmutzige Twonhas? In meinem schönen Dorf? Die sind wohl verrückt geworden. Vor allen Dingen der Blick am Ende, der war richtig gut. halt, stopp. Müssen wir mit dir nochmal kurz reden. Professor. Ich muss ein Nickerchen machen. Funktioniert es? Nichts ist explodiert.
Das war gut mit den Twonhas. Sie haben flinke Zungen und scheinen die Schale gerne zu säubern. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss den Vorgang so gründlich wie möglich dokumentieren. Ich muss los. Hör auf zu sagen, dass du groß bist. Das stimmt doch gar nicht. Ich finde den so genial. Ach ja, da müssen wir mal ganz kurz... Müssen wir mal ganz kurz ein Bildchen von machen. Vielleicht nehme ich das als Thumbnail oder so. Ich weiß es noch nicht. So, jetzt haben wir alles deponiert. Ich kann nicht mehr reden. Was mussten wir für den anderen jetzt nochmal besorgen? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall das Ei. Ich denke mir mal, das braucht jetzt noch eine Weile. Gehe ich mal von aus. Ich hätte gerne das eine noch gemacht. Ich muss mal eben schauen, was haben wir denn jetzt hier an Aufgaben? Dorfquest anzeigen. Das Geheimnis aufdecken. Du hast dieses Ziel erreicht. Ach so, ja. Steht ja auch Quest gemeistert. Ich bin ja auch wieder schlau. So, kein Omelett bitte. Oh je. Ach du Schande. Moment, Zutaten sammeln habe ich gemacht. Zum Ei eskortieren habe ich auch gemacht. Ja, genau. Da müssen wir jetzt warten, bis das Ganze hier mit Kurek über die Blasen sprechen. Das haben wir auch alles gemacht. Ja, ich denke mal, das wird jetzt einfach nur ein bisschen Zeit brauchen. In dem kalten Seewasser. Ihn getroffen haben wir auch. Das war die Quest. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal noch warten, was... Ach nee, hier unten ist das, was ich meinte. Empfiehlt das Ei warm zu halten. Genau, das müssen wir noch machen. Orten. Ach, das ist dieses rote Gebiet. Ah, okay. Dann machen wir das natürlich jetzt auch noch. Wir wollen ja unserem Ei helfen. Naja, unserem Ei, ne? Aber die Frage ist jetzt nur, wo muss ich da jetzt genau hin? Quasi da dem Weg folgen und dann am Ende. Okay. Machen wir das doch. Ah ja, das war die Sache mit dem großen Baum, genau. Und das ist der große Baum, ne? Wenn ich das richtig sehe. Dieser hohle Baum. Ulukai, pass auf. Du näherst dich einem Gork-Ausbruch. Siehst du ihn? Einem was? Was für ein Ding? Meine Güte, dieser verrückte Planet. Aus den Tiefen von Adelpha bricht Gork hervor. Es fing mit der Invasion an. Jan sah es als natürlichen Abwehrmechanismus des Planeten, der im Kampf gegen unsere Feinde ausgelöst wurde. Aber Gork kann Tiere infizieren und sie rasend machen. Sei also bitte vorsichtig. Okay, dann stopfe ich mal diesen Gork. Slate Ende. Ich hätte vorher speichern sollen, oder? Wie war das mit dem Scannen? Da sind welche, da sind Ausrufezeichen. Achso, das ist zum Springen. Ich wollte gerade schon drauf schießen. Dahinter ist was. Kommen die nicht hoch, oder was? Also, da unten sind irgendwelche... Nee, da kann ich was einsammeln. Sind die jetzt über mir? Und wie komme ich jetzt da rein? Moment, hier ist eine Treppe. Aber ich befürchte, dass wir da hoch springen müssen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir da jetzt... Also wir müssen ja in den Baum rein, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Da sind Zahnräder oder sowas. Oh Gott. Ach so, das sind diese Springdinger. Okay.
Ist jetzt die Frage, muss ich die jetzt nutzen oder nicht? Okay, dann komme ich hier hin. Ach, oder heißt das, die sind hier drinnen infiziert? Nee, er hat jetzt gerade so die Waffe genommen. Das war jetzt ein bisschen... Okay, also wir müssen auf jeden Fall den Baum hochklettern, gehe ich mal stark von aus. Das sollte richtig sein. Die Frage ist jetzt nur... Da hoch, ne? Okay. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Gegner. Oh, das ist nicht gut. Wenn die jetzt gleich oben kommen, ne? Kriege ich die Krise. War hier noch irgendwas zum Einsammeln? Nee. Ach, wie weit geht das denn hier hoch? Ach so, da war das... Nein, das sind die Pflanzen, die wir einsammeln müssen, ne? Ja, klar, 4 von 10. Ach, ich bin so dämlich. Gut, dass ich die einsammle. Ich habe das gerade gar nicht gecheckt. Herzlichen Glückwunsch. Das war mal wieder ich. Moment, da müssen wir... Da hinten sind noch welche. Seid ihr böse oder... Ein Killer. Ja, ihr seid böse, okay. Da war aber noch einer. Ich hätte vielleicht vorher schießen sollen, bevor ich rangegangen wäre. Aber gut. Na, 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 na? So. Okay, was haben wir denn? 7, 8, 9. Aber ist schon ein geiler Ausblick hier, ne? Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich immer alles hier an Avatar. Obwohl das komplett anders ist eigentlich, ne? Also von der Farbe her und wie es aussieht und so. Aber irgendwie erinnert mich das daran. Auch so dieses Alien-mäßige und dieses Schöne. Irgendwo hatte ich hier... Ach, da oben waren noch Pflanzen, genau. Da können wir darüber gehen. Vorausgesetzt, wir haben ja keine Vögel mehr. Da. Oh, oh, oh. Ja, so viel dann zu Vögeln, ne? Oh, scheiße. Okay, der war schon weg. Nee, einer ist aber noch. Wo ist denn der? Wo ist denn der eine? Oder sind die unten? Sehr schön. Nehmen wir aber trotzdem mit. So, dann bringe die Pflanzen zum Lager. Machen wir. Und zwar, indem wir jetzt was ganz, ganz Cooles machen. Yay. Ich finde das so cool. Achso, Moment, das Lager ist da. Das Lager war da unten, oder? Nee, halt, stopp. Das ist der Baum, der mir angezeigt wird. Ah! Scheiße. Das war ein bisschen falsch. Das Blaue ist der Baum. So. Aber das ist cool. Hui. Stört zwar immer wieder nach unten, aber ansonsten ist das cool. Halt, stopp. Das nehmen wir auch noch mit. Schön. Ja, finde ich auch. So, und wir sind da. Frage ist jetzt nur, wo müssen wir das jetzt genau hinbringen? Ins Ei, ans Ei, ums Ei herum. Begib dich zu dem Ort, der auf der Karte markiert ist. Oder war das da oben? Kann man jetzt so gar nicht sehen, ne? Müsste da ungefähr gewesen sein. Ich meine auch, er hätte gesagt, dass wir das nach oben bringen sollen.
Daraus wollte er uns ja die Decken dann machen. Die Frage ist jetzt nur, wo war der Kerl? War der jetzt rechts rum, links rum? Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Ich glaube hier rechts rum. Wenn ich der Markierung trauen darf. Aber da geht's nochmal hoch. Bin ich da jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Oh, das ist so... Es ist mega geil irgendwie. Ah, hier war dieser Jäger, ne? Ja, jetzt bin ich doch falsch rumgelaufen, glaube ich. Kommen wir denn da auch hin? Es müsste doch theoretisch alles so miteinander verbunden sein, ne? So. Dann hier rum, theoretisch. Ist der das? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich weiß nur nicht, wo ich es reintun soll. Ich meinte doch, ich sollte das irgendwo hintun. Sag mir nicht, ich sollte das jetzt doch nach unten machen. Nee, warte mal, das ist der gar nicht. Hä, aber wo ist das denn dann? Und deponiere die Ressourcen... Ach, Moment, im Lager? Jetzt doch im Lager? Also hier in dem blauen. Interagieren. Oh. okay. Wir haben eine Abkürzung. Ich dachte... Na gut, ich darf nicht denken, ich weiß. Na gut. Ist jetzt die Frage, kommen wir jetzt hiermit zum Richtigen hin oder hätte ich das jetzt einen halben Meter weiter irgendwo abliefern müssen? Ach, guck mal. Du bist das doch, oder? Mit Dorfbewohner sprechen? Nee, ich will... Kann ich das hier nicht reintun? Jetzt geht das Ding einfach runter. Geht's noch? Hi. Kannst du mir helfen? Ich kann's versuchen. Nee. Wir sehen uns. Komm jederzeit wieder. Interagieren. Oh. Das kommt gerade recht. Okay, da habe ich nur was rausbekommen. Da konnte ich nichts reintun. Ich glaube, das Lager war jetzt doch unten, ne? Was ist mit dem hier? Will der was tauschen? Hi, hast du kurz Zeit? Aber klar. Okay. Kaufen, verkaufen. Wertgegenstände, kostbares Erz, Traum eines jeden Goldgräbers. Ja, die Frage ist nur, brauchen wir das, ne? Ich lasse es mal. Ich lasse es erstmal. So, wir gehen jetzt hier nochmal runter. Ich hoffe, dass denen das nichts ausmacht, so tief zu springen. Lager. Lager war dahinter, oder? Ja, aber soll ich das auch hier deponieren? Nee, da. Ach Gott. Nein. Hä? Webdecken. Halten Details anzeigen. Wieso will der jetzt 20 haben? Ich denke, der will nur... Och, nee, ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Nee, das war die falsche Taste. Halten Details anzeigen. Details zeigt er mir nicht an. Aber wir können mit jemandem sprechen. Ich denke mal, dass er das ist. Oder? Doch, er ist das. Dann müssen wir da hin. No. Da kommen wir, glaube ich, aber auch von hier aus hoch, oder? Oh, ich glaube, ich werde das hier nie checken. Aber ich meine, wenn wir links rumlaufen, kommen wir automatisch dahin. So. Aber wieso will er jetzt das Doppelte? Da stand, ich soll 10 mitbringen. Jetzt muss ich nochmal dahin, oder wie? Das ist doch doof. Ihr habt mich veräppelt. Moment, hä? Nee, das war über mir, ne? Da bin ich schon mal drauf reingefallen, glaube ich. Genau. Hi. Was geht, Modefreak? Hey, verkaufst du mir endlich dein Shirt?
Es hat eine Weile gedauert, aber hier ist noch mehr Kova. Großartig! Jetzt kann ich mit deinem Auftrag beginnen. Komm später wieder. Wir sehen uns, Sotil. Bleib schick, Cutter's Late. Wir haben jetzt gar nichts davon, oder wie? Ja, toll. Dauert das jetzt auch, bis er das gemacht hat? Oder wartet der jetzt, bis ich das voll habe? Weil beides wäre jetzt irgendwie doof, muss ich sagen. Weil mir wurde ja nur angezeigt, dass ich 10 mitbringen sollte. Das ist doch... Aber das erklärt zumindest auch, warum dann hier das immer noch angezeigt wird. 2 Prioritätsmissionen sind verfügbar. Wähle Ausrufezeichen für Prioritätsmissionen. Oh, hier ist was. Den Kern finden. Ja, das werden wir später machen. Das werden wir auf jeden Fall machen, aber erst später. Ach, da wollten wir auch noch hin, ne? Ah, Mist. Mist. Na gut. Also ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. In der nächsten Folge dann nochmal zum Baum gehen werden. Und beim Baum die restlichen 9 Pflanzen waren es, glaube ich, jetzt noch holen werden. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir uns den Weg da nochmal frei bahnen zu den anderen. Ich denke mal, dass wir dann wahrscheinlich erstmal die neue Ausrüstung suchen. Ja. Ja. Je nachdem, wie lange das jetzt dauert. Ja, ich würde sagen, dass wir erstmal zum Baum auf jeden Fall nochmal fliegen in der nächsten Folge. Und dass wir dann danach die Ausrüstung holen, wenn ich das nicht vergesse. Und dass wir dann danach die Folge auf jeden Fall gucken werden, wenn jetzt nicht noch was dazwischen kommt, natürlich hier mit dem Ei, dass wir dann diesen Kern da besorgen werden, sodass wir dann auch einen Teleporter haben. Ja, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!